So Leute, und damit willkommen zurück zu Adera 5, der fünften Folge. Wir haben letzte Folge richtig verkackt. Ja, wir haben es nicht geschafft, die Abstauber zu killen, sondern haben kläglich beim Snipen versagt. Logische Konsequenz daraufhin ist die Verbannung in die Untiefen Morias. Okay, gut, oder auch nicht. Aber jedenfalls in die Minen, wo wir jetzt erstmal farmen müssen, damit wir ein Kampfequip zusammenbekommen, mit dem wir dann richtige Kämpfe bestreiten können und nicht beim Snipen versagen. Sowas darf nicht nochmal passieren. Hätten wir einen Amboss gehabt und Stärke 2, wo, dann wäre das nicht passiert wahrscheinlich. Aber, was wir machen, ne? Ich zeige die ganze Zeit auch so offen meine Koordinaten. Es juckt mich einen Scheiß, so. Ach, jemine. So viel Redstone. Ich baue keinen Redstone mehr ab, ganz ehrlich. Der bringt mich immer nur in Schwierigkeiten. Okay, was haben wir hier? Okay, das hätten wir. Kein Problem. Aber was haben wir denn dann noch? Ah. Okay. Coolen Lederharnisch. Yes, endlich OP ausgerüstet. Huch. Ja, wow. Gibt es ja auch richtige Erze oder nur Redstone? Irgendwie gibt es hier nur Redstone. Und immer noch ein Enderman. Perfekt. Hä? Ja damit! Meins ist es! Komm. Obwohl Stack Redstone, wer weiß, wo man das immer braucht, ne? Wer weiß denn schon? Diorit schmeiß ich dafür weg. Wir brauchen schon Diorit. Ah! Fuck, hier war ich schon. Wow, bin ich dumm. Aber okay. Hä? Cheats. Die Hecken. Also Minecraft. Egal. So. Kam ich von hier? War ich hier schon? Ich weiß es selber nicht. Ah, von hier kam ich. Doch, 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 doch. Ja, wow. Als ob. So, also genug Eisen für den Amboss haben wir. Jetzt hätte ich eigentlich gerne noch Dias gefunden, aber okay, ist okay. Ich werde hier mein Strip-Mine-Lager aufschlagen, aber auch gleichzeitig hier mal. Ich habe echt kaum noch Kohle. Was denn da los, Mensch? Kann ich denn so wenig Kohle haben? Jetzt muss ich auch aufteilen, was ich da überhaupt brennen will. Das können wir auf jeden Fall schon mal wegschmeißen. Ich denke, das ist eine dumme Idee. So verbrauchen wir 2 Stücke Kohle. Ne, 4 Stücke Kohle verbrauchen wir so und so verbrauchen wir 3 Stücke Kohle. Klingt nach einem fairen Deal. Und so verbrauchen wir 3 Stücke Kohle. Sehr gut, so sparen wir auf jeden Fall ein Stück Kohle. Und ich fange an zu strip-minen. Irgendwie muss ich jetzt noch ein bisschen an Diamanten kommen. Es ist eine gute Höhle. Höhe 12. Ja, können wir auf jeden Fall mitarbeiten. Haben wir noch Fackeln? Yes, cool. Denn ihr sollt ja auch mal sehen können, auch wenn es meistens nicht viel zu sehen gibt. Ey, das muss einmal kurz sein hier. Wir brauchen echt Kohle. Die geht uns richtig aus, geht die uns hier. Unfassbar. So. Wie viel Kohle ist das? Auf jeden Fall erstmal wieder ein netter kleiner Batzen. Und außerdem gibt die auch immer noch Level, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Da hat die Kohle ja immerhin schon noch einen gewissen Sinn. Boah, wie viel ist denn das? Oh, ich baue es einfach mal kurz das ganze Lager ab. Das ganze Flöss, wie das genau heißt. Oder Flöß? Ich weiß gerade die genaue Aussprache nicht. Also das Wort kenne ich, aber die Aussprache nicht. Nee, jetzt komm, hör auf. Es reicht. Ja, endlich. Alter, 41 Kohle in einem Lager. Was ist denn hier los, Mensch? So. Jetzt erstmal in Ruhe weitermachen. Redstone, coole Sache. Es kann nicht wahr sein. Mann, ich hätte so gern jetzt diese Kills auf Konto gehabt. Weißt du, das steht da oben nicht so der hässliche Null. Aber nein, da war ich wieder zu nervös und hab's komplett verkackt. So, was ihr hier seht, nennt sich übrigens ultraprofessionelles Strip-Mine oder auch einfach geradeaus graben. Das Strippen kommt erst jetzt. Lalala. Fuck, nicht genügend Platz. Na gut, dann bin ich meinen Job als Stripper wohl los. Okay, dann müssen wir jetzt nach Diamanten und nach Gold suchen, um irgendwie anders an Geld zu kommen. Ich dachte, ich hätte ein Geräusch gehört. Alles klar, scheint wohl nicht so der Fall gewesen zu sein. Wie auch immer.
Ja. Ah, das ist ja so spannend. Unfassbar, diese Spannung. Dagegen ist der Kampf aus letzter Runde ja überhaupt nichts. Vor allem letzte Runde. Wenn es so ein kleines SG-Spielchen wäre hier, ne? Ja, Diasmanten wären nicht schlecht. Aber sie sind mir nicht vergönnt. Dafür Lapis, von dem ich schon ein bisschen was hab, aber ein Stack kann ich vertragen, denke ich. Also ich nehme ein bisschen was mit und hab damit fast ein Stack zusammen. Ja, passt. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Damit kommt man, denke ich, durch das gesamte Projekt. Alter, wie viel Eisen ich hier finde, ne? Ich kann mich nicht erinnern, jemals so viel Eisen gehabt zu haben. Aber ich brauche ja auch viel Eisen. Das ist ja das Ding. Deswegen ist schon ganz gut, hier so ein gewisses Lager zu haben. Trotzdem würde ich viel lieber Dias finden. Oder Gold. Ich meine, wir haben zwei Äpfel. Haben wir die eigentlich noch? Ja, gut. Nicht, dass wir irgendwo aussehen weggeworfen haben. Man weiß nie. Ich mache ständig komische Dinge. Wie zum Beispiel einen Snipe verkacken. Mann, das wird mich tagelang verfolgen. Ich werde heute Nacht Albträumen. Naja, so schlimm wird es dann wohl auch nicht sein. Aber trotzdem. Lol. Das war extrem lächerlich, dass wir das verkackt haben. Es war ein Saferkill, Mann. Es ist ein Saferkill. Und dann kommt sowas. Ich verbrat mein ganzes Holz, um so eine schöne Arena zu bauen, ne? Und die würdigen das nicht mal. Die gehen einfach raus, als wäre das nix. Bewundern nicht einmal die außerordentliche Schönheit dieser Arena. Unglaublich. So. Ich denke, diese Gänge werden jetzt noch gestrippt und dann kehre ich mal zu den Öfen zurück und schaue, was da so passiert ist. Bestimmt haben sich die werten Herren Abstauber jetzt in der Chatgruppe auch gerade, lassen sie sich wahrscheinlich darüber aus, wie lächerlich ich doch bin. Und recht haben sie, ich bin lächerlich. Mann. Das kann nicht wahr sein. Aber wenigstens habe ich jetzt meinen PvP-Kampf gehabt. Bin damit bis Folge 15 auf jeden Fall absolut gesichert, dass ich nicht meine Koordinaten posten muss. Was sehr praktisch ist. Aber nein, natürlich nicht ein einziges Mal Diamanten hier in diesem Gang. Das ist echt dreist. Ja. Keine Dias. Das ist echt traurig. Naja, was machen wir mal. Okay. Kehren wir den gesamten Weg zurück. Oh Mann, wie viel Kohle, Redstone und Eisen hier einfach ist. So. Mann, ich muss echt mal hier eine Mülldeponie oder sowas machen. Also, wir haben Granit kann weg, wir haben Diorit kann weg, wir haben Gunpowder kann nicht weg. Wir haben eins der Cobblestone kann ruhig weg. Was brauchen wir alles? Ei kann weg. Ja, das war's jetzt im Grunde genommen auch schon. Mehr kann jetzt nicht weg. So, jetzt haben wir hier 8. Das verbraucht wieder genau ein Stück. Ich brauche jetzt nicht Kohle sparen. Ich meine, wir haben genug. So, soll ich noch ein bisschen entscharten hier in der Folge? Ja, oder? Komm, können wir machen. Nein! Fuck, Mann, ich habe jetzt nicht ernsthaft kein Holz dabei. Lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Oh Mann. Ich hab einfach kein Holz dabei. Ich wollte gerade fragen, wieso dauert das so lange? Aber er baut Kohle ab, deshalb. Mann, ich habe nicht mehr viel Zeit. Lol, da stand erst die 5-Minuten-Meldung. Das heißt, ich habe ja tatsächlich... Pride und Freaky. Oh, shit. Wir kriegen Besuch. Hallo. Ja. Das sind auf jeden Fall zwei richtig coole Typen. Aber trotzdem möchte ich nicht gegen sie kämpfen. Ich will eigentlich auch nur kurz wie möglich an der Oberfläche bleiben.
Wenigstens weiß ich dann, dass ich mich hier gleich senkrecht runterbauen kann, weil ich auf jeden Fall alles abgesichert habe. Wie hoch bin ich denn schon? 53. Okay. Okay, da ist die Oberfläche. Okay, wir müssen extrem vorsichtig sein. Ich habe nämlich absolut keinen blassen Schimmer, wo die sind. Fuck it. Die Drecksblöcke, ne? Okay. Nehmen wir Birkenholz. Ist auch okay. Mann, dass man immer überlegen muss, welche Blöcke man dafür wegwirft. Das ist so derbe lächerlich. Ich hoffe mal, die sind nicht an der Oberfläche. Weil dann... Ach, die werden bestimmt in irgendeiner Höhle drin stecken oder so. Wird schon alles super sein. Alles toll. Ich bin super sicher. Ja. Okay. Sollte mal aufhören, jetzt hier so einen Angsthasen zu spielen. Ich meine, die werden mich schon nicht finden. Aber das ist eigentlich dumm, dass ich Birken abgeholzt habe. Aber okay, ich bin mit dem Birkenwald. Was hätte ich sonst tun sollen? Aber ich meine, die droppen gar nichts. Also ich meine, die droppen keine Äpfel. Oder zumindest, glaube ich, ganz, ganz, ganz selten. Wir machen auch schon mal einen Eimer. Du Eimer, du. Denn ich brauche nachher gleich einen Eimer. Ich will mir noch ein Lava-Eimerchen machen. Hä? Hä? So. Bin gerade komplett verwirrt. Wie viel Holz haben wir? 28 Baumstämme sollte reichen. So, auf Äpfel brauche ich eigentlich nicht zu hoffen. Das heißt... Tschüss! Und endlich kann man sich mal richtig schön senkrecht runterbauen. Ist das nicht geil? Einfach mal senkrecht runterbauen in Höllentempo, ohne Angst zu haben, dass irgendwas passiert. Ist echt nice. Und niemand kann mir was anhaben, weil die keine Ahnung haben, wo ich bin. Aber so haben wir wenigstens keine Folge ganz allein aufgenommen. Ist doch auch was. Sondern immer irgendwelche Gäste dabei gehabt, die mehr oder weniger freiwillig jetzt dabei waren. Mal ganz ehrlich, Leute, ich muss mal jetzt hier ein Endlager machen hier. Also das kann weg. Überlegen, Flint, das brauche ich alles. Das brauche ich wirklich alles. Ich brauche einfach wirklich alles. Ich kann nichts erblicken, was ich nicht brauche. Ich muss mal meine Essensarten reduzieren. Ich habe einfach 4 verschiedene Essensarten. Ich brate es jetzt einfach. So. Tandrak Squash. Was will er mir damit jetzt sagen? Das hast du korrekt erfasst, mein Freund. Okay, ja, cool. Coole Sache, ne? Ja, ich find's auch richtig cool. Wir brauchen ein paar Eisenschwerter. Ich mach mal kurz 2 erstmal nur. Weil ich's kann. Sharpness. Ja, okay, man kann's natürlich auch mit Goldschwertern machen, aber ich mach's jetzt gerade mal. Einfach so mit Eisenschwertern, passt schon. Sharpness, Sharpness, Sharpness! Ist doch nice. Noch ein paar Eisenschwerter. Ja, Gott, dieser Platzmangel, der ist wirklich zum Kotzen. Nochmal Sharpness. Sharpness 2? Ja, sehr geil. Und nochmal Sharpness. Alter, alter Schwede. Sharpness 2, Sharpness 2, Sharpness 3. Nochmal Sharpness 2. Jo. Läuft.
Ein Schwert machen wir noch, weil wir gerade eins übrig haben, so. Sharpness 1, aber viel zu teuer. Oh, wir brauchen 6 Level. Wie machen wir das jetzt? Hä? Ach scheiße, jetzt habe ich überhaupt keinen Platz mehr hier. So, oh nein, auch noch gebratene Hütchen. Mann, ich habe keinen Platz. Wir fighten. Ah, lol, die fighten. Hahaha. Coole Sache. Die ich eben killen wollte, fighten jetzt. Problem ist nur, dass ich da jetzt nicht zugucken kann. Was ich sehr schade finde. Was machen wir? Die kommen weg. Den Amos brauche ich eigentlich auch noch wieder. Spider-Eye. Wir brauchen eben Spinnenaugen. Okay, wir sollten jetzt noch nicht auf Tränke pokern. Nein, ich will das nicht. Hallo. Danke. So, die 4 Hühnchen, weißt du was, die lassen wir einfach drin. Ja, und dann war es das eigentlich auch von dem Part hier. Nur so zur Sicherheit rüste ich mal das Sharpness 3 Schwert aus. Man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Ja, und dann war es das von der Folge hier, Leute. Also, bis zum nächsten. Ciao.